Aber es ist wirklich frappierend. Es gibt drei kleine Funde, einen aus Äthiopien, einen aus Uganda, einen aus Kenia. Und die sind aber nicht besonders diagnostisch, dass man die jetzt irgendwo aufreihen könnte. Also das ist sehr interessant. Neues Forschungsfeld. Wenn wir uns mit unseren Vorfahren beschäftigen, dann kommen wir ja immer wieder darauf, wie haben die ausgesehen, wie sind sie gelaufen, all diese Dinge. Aber wir wissen relativ wenig über ihr Verhalten. Könnte man denn vielleicht etwas über das Verhalten unserer Vorfahren rausfinden, wenn man sich die heutigen Menschenaffen anschaut? Oh ja, das ist eine ganz eigene Geschichte in der Geschichte der Evolution des Menschen. Aus diesem Grund hat ein berühmter Forscher, der hieß Louis Leakey, Sie hatten vorhin den Sohn vorgestellt, drei Studentinnen gesucht und fand natürlich auch drei Studentinnen und schickte die eine, Jane Goodall, 1960 nach Tansania, in das Gombe-Reservat zu den Schimpansen, schickte 1967 eine andere Dame, Diane Fossey, zu den Gorillas, zuerst nach Zaire und dann nach Ruanda. Und die dritte, Biruti Galdikas, die hat er nach Borneo geschickt, 1971. Und hat gesagt, so, guckt euch bitte über die nächsten Jahre diese Menschenaffen an. Und vielleicht gewinnen wir Rückschlüsse über ihr Verhalten heraus. Und wir wenden diese Rückschlüsse dann auf das Verhalten unserer Vormenschen an. Mhm. Das heißt, wenn die was gemacht haben, haben das unsere Vormenschen vielleicht ähnlich gemacht. Das ist eine sehr gute Idee. Da fliegen wir jetzt gerade mal auf unsere Animation. Genau, nach Gombe, nach Gombe. Ufer des Tanganyika-Sees. Ja, da war Jane Goodall 1960. Also überlegen Sie, und Jane Goodall arbeitet heute noch in Tansania. Also die, das sind jetzt über 40 Jahre Primatenforschung. Und sie ist ja wirklich weltberühmt geworden. Und zieht heute um die Welt und macht Vorträge, erhält Vorträge. Und inwiefern hilft Ihnen also jetzt das Wissen dieser drei Frauen, die sich da so intensiv mit den Affen beschäftigt haben? Da bleiben wir bei Jane Goodall. Jane Goodall hat der Welt gezeigt, dass Schimpansen alles andere als lieb und nett sind. Jane Goodall wies nach, dass sich Schimpansen bekriegen über Jahre, dass Schimpansen Fleisch fressen. Das meine ich vorhin, Sie haben das anfangs gestellt, sind das Vegetarier oder nicht? Nein, das sind Omnivore-Allesfresser, unter anderem Fleisch. Das hat Jane Goodall nachgewiesen. Und Jane Goodall wies nach, dass Schimpansen mit einem Stöckchen, Sie kennen die Bilder vielleicht auch aus dem Fernsehen, mit einem Stöckchen in den Termitenbau gehen. Ja, ja, genau. Genau. Und den Stock voll mit Termiten abziehen und die Termiten anfressen. Das waren alles neue Erkenntnisse. Also damit ist ja letztlich die Rechnung von Leakey dann auch tatsächlich aufgegangen. Ne? Das war eine gute Idee. Das war eine super Idee. Aha. Die Frauen wurden weltberühmt. Er hatte auch was davon und wir haben heute noch was davon. Ja. Ich meine, es ist faszinierend. Und basierend auf den Ergebnissen dieser drei Damen hat sich dieses Feld der Primatologie wirklich weltweit erst renommiert gemacht. Es gibt heute vor allem in Amerika und in Arnhem und in Leipzig Riesenzentren für Primatenforschung. Das ist toll. Menschenaffen heißen ja Menschenaffen, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit mit uns haben. Das finden wir schön, wenn wir sehen, dass sie ähnlich hilfsbereit sind zum Beispiel. Weniger schön ist das, wenn wir ihr aggressives Verhalten betrachten. Neuere Beobachtungen zeigen Unglaubliches. Seit Tagen hat das kleine Schimpansenbaby nichts mehr gefressen. Jetzt hängt es reglos in den Armen der Mutter. Es ist tot. Zärtlich und voller Mitgefühl streichelt sie ihr Kleines. Sie trauert, wie ein Mensch. Diese Fähigkeit zur Einfühlung und zur Achtung des Lebens faszinieren Primatenforscher Franz de Waal. Aber wir finden auch Grausamkeit, Blut und Gewalt. Eine Horde Schimpansen macht Jagd auf Stummelaffen. Eine regelrechte Treibjagd ohne Ausweg. Voller Todesangst stürzen sich die Gejagten in die Tiefe. Gierig fallen die Schimpansen über ihre Beute her. Wir sprechen eigentlich nur von Mord in Tieren, wenn wir denken, dass es intentionell ist. Wenn das Töten gemacht wird, um zu töten. Und bei Schimpansen denken wir, dass das möglich ist. Weil zum Beispiel Schimpansen, Männer im Feld, die nähern sich andere Männer an in andere Gruppen und töten sie gerichtet, glauben wir. Killeraffe, Mörder. Fremdenfeindlich, fleischfressend, skrupellos? Kommt uns irgendwie bekannt vor. Bei unseren nächsten Verwandten geht es zu, wie bei uns Menschen auch. Schimpansenmänner sind besessen von Macht. Sie wollen nur eins, nach oben in der Affenhierarchie. Sie prahlen, imponieren, schüchtern ein.
Wenn das nicht reicht, entwickeln sie heimtückische Strategien. Bei uns nennt man das Politik. Die Politiker sind sehr auf Macht gerichtet und die erreichen ihre Macht mit Koalitionen. Also die können das nie immer individuell machen, die brauchen andere, die Macht zu erreichen. Und das ist ganz genau dasselbe, wie die Schimpansenmänner das machen. Wenn die zum Beispiel in eine große Dominanzstreit haben zwischen zwei Männern, dann gehen die Männer herum und lausen die Frauen und spielen mit den Kindern und werden also versuchen, sich selber sehr populär zu machen. Franz de Waal vor gut 20 Jahren, als junger Forscher im Arnheimer Zoo. Hier erlebt de Waal eine Affentragödie antiken Ausmaßes. In der Hauptrolle Cherouen, der gestürzte König der Kolonie. Er sinnt auf Rache, seit Monaten. Als Verbündeten bei seinem perfiden Plan wählt er Niki, einen jungen Aufsteiger im Affenclan. Einfältig und muskulös. Gemeinsam locken sie Luit, den verhassten neuen König, in einen Hinterhalt und töten ihn. Cherouen ist endlich wieder auf dem Thron. Jetzt muss nur noch der junge Verbündete beseitigt werden. Wenig später findet man ihn, ertrunken im Wassergraben. Der neue König ließ es aussehen wie einen Unfall. Tyrannen wie Cherouen bringen Unruhe in eine Kolonie. Rivalität schwächt die Gruppe, deshalb wird oft versucht, eine Eskalation zu verhindern. Ja, es gibt ältere Frauen, die eine Versöhnung zwischen Männern arrangieren. Das ist das normale Patron. Es gibt zwei Männer, die einen großen Konflikt haben, die nicht notwendig einander beißen, aber doch ein großes aggressives Verhalten haben. Und dann nach einigen Minuten verschwindet sie und die zwei Männer bleiben zusammen, lausen einander. Zunächst meiden die Rivalen den direkten Blickkontakt. Der Ältere scheint den Jüngeren zu ignorieren. Reuebekundungen, Gesten der Annäherung. Dann kommt es zur Versöhnung. Und die wird mit einer Art Kuss besiegelt. Bei den Bonobos ist alles ganz anders. Sie leben wie im Paradies. Keine Revierkämpfe und reichlich Nahrung für alle. Das Ergebnis? Die Bonobos leben vollkommen friedlich miteinander. Hier haben Frauen das Sagen. Es gibt keine großen Machtdemonstrationen, Auseinandersetzungen werden mit Sex beigelegt. In allen Positionen, in allen Konstellationen. Die Frauen verbinden sich durch Sexualverhalten. Bei den Männern gibt es auch Mann-zu-Mann-Sexualverhalten. Das ist weniger frequent und weniger intensiv, als was die Frauen machen. Das ist auch eine Art Konfliktlösung. Wenn es Konflikte gibt, ist es immer eine Lösung mit Sex, die es bei den Bonobos gibt. Also die Bonobos, die lösen, sind eigentlich Make Love, Not War Primates in der richtigen Sinne. Uns Menschen sieht Franz de Waal irgendwo zwischen den sanften, sexbesessenen Bonobos und den aggressiven, machthungrigen Schimpansen. Zivilisation, gesellschaftlicher Fortschritt, geschichtliche Errungenschaften. Wenn es funktionieren soll bei uns Menschen, müssen wir wohl den Affen in uns an die Kandare nehmen. Die Sprache könnte uns helfen. Reden statt zuschlagen. Dann klappt's auch mit den Nachbarn. Ist das schön, eine Welt. Ach, ja. Doch, das ist eine klasse Welt. Ich wollte gerade Vergleiche ziehen zwischen Menschen und Bonobos. Ja, aber vor allem wollte ich noch mal auf die Schimpansen kommen, dass das ja wirklich unglaublich ist, wie strategisch die denken, ne? Und wie ähnlich die letztlich uns Menschen sind. Es gibt aber auch gerade, was die Bonobos betrifft, die du so nett und sympathisch findest, noch mal neue Erkenntnisse, die gerade erst in einer Fachzeitschrift erschienen sind. Was haben die Forscher daraus gefunden? Ja, das ist für Bonobo-Verhältnisse spektakulär und revolutionär. Bonobos, wie gerade wunderschön in diesem Beitrag gesehen, sind dafür bekannt, dass sie in einer Gesellschaft leben, die von Frauen dominiert wird, die keine Stammesfehden haben, die keinen Kannibalismus kennen und die Sex in jeglicher Vielfalt oder Variation durchführen. Okay, das war die Bonobo-Welt bis vor circa einem Monat. Da hat man nämlich festgestellt, also über Untersuchung von Kot, dass nämlich in diesem Kot Reste von anderen Affen waren. Und das hat die Wissenschaftswelt ziemlich geschockt, weil man jetzt gesehen hat, oh, Bonobos jagen doch andere Affen. Mhm. Man kannte dieses Verhalten von Schimpansen. Schimpansen
jagen und töten sich als auch andere Affen, Halbaffen. Von Bonobos kannte man, wie gesagt, keine Aggression. Und jetzt hat man nachgewiesen, oh, sie sind doch auf Raubzug gegangen. Und Franz de Waal, den man gerade gesehen hat, hat dieses Paper, diese Veröffentlichung sehr schön kommentiert. Und ich finde, das ist auch noch der beste O-Ton zu dieser neuen Geschichte ist. Er sagt, ein Beutezug, wie die Bonobos gemacht haben, ist was anderes als Aggression, wie man es von Schimpansen kennt. Die sind einfach aggressiv. Und eine andere Art zu fressen, ist was anderes als die eigene Art, wie es nämlich Schimpansen tun. Also ich finde das sehr schön. Also mich würde es nicht wundern, wenn man jetzt in ein paar Jahren oder demnächst rausfinden würde, dass auch Bonobos die eigene Art, nämlich sich selbst, fressen. Dass es also auch Kannibalismus bei Bonobos gibt. Aber wie gesagt, das macht Forschung ja so.